Wir sehen jetzt den Videoeinspieler von Professor Dr. Bernd Löhlein, Hochschule Flensburg, Multiphysics-Simulation für die E-Mobilität. Einen schönen guten Tag aus Flensburg. Ich möchte die kommenden 3 Minuten gerne einen Kurzausflug mit Ihnen unternehmen in das Themengebiet Multiphysics-Simulation für die Elektromobilität. Next. Wenn Sie sich technische Systeme in diesem Kontext anschauen, werden Sie feststellen, dass diese zum einen immer mehr Funktionalität bieten, zum zweiten aber auch immer intelligenter werden. Aspekte der künstlichen Intelligenz beispielsweise oder des Machine Learnings werden hier zunehmend bedeutsam. Des Weiteren werden die Produkte immer mehr an den Nutzer angepasst. Sie haben eine zunehmende Individualisierung der einzelnen Produkte und dadurch erhalten Sie in Summe ein sehr komplexes Gesamtsystem aus vielen unterschiedlichen Komponenten, die miteinander kommunizieren müssen, was in aller Regel durch geeignete Software erfolgt. Next. Welchen Herausforderungen haben sich damit Entwickler, Konstrukteure zu stellen? Nun zum einen, wenn Sie dieses Hybridfahrzeug oben rechts auf der Folie anschauen, besteht dies aus unterschiedlichsten Komponenten. Um diese Komponenten zu entwickeln, müssen Sie Probleme beispielsweise strukturmechanischer Art, elektromagnetischer Art oder auch thermischer Art lösen. Sie haben also verschiedene physikalische Bereiche, die stark miteinander wechselwirken und hinzu kommt, dass Sie beispielsweise Nichtlinearitäten berücksichtigen müssen, die sich in Materialeigenschaften widerspiegeln. Letztlich führt dies dazu, dass Sie erst dann einen Systemtest durchführen können, wenn Sie alle Komponenten, nämlich Hardware und Software, auf einem Entwicklungsstand haben, der prototypenfähig ist. Ich habe 2020 die Forschungsgruppe für innovative Antriebstechnik gegründet und wir möchten uns diesen Problemen stellen, indem wir empfehlen, eine virtuelle Produktentwicklung durchzuführen auf Basis einer multiphysikalischen Systemsimulation. Und unser besonderes Interesse gilt hierbei der Entwicklung des elektrischen Antriebs. In diesem Kontext passt ein Zitat von Aristoteles sehr gut ins Programm, Next, nämlich: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und ganz konkret auf unsere Problemstellung angewandt, bedeutet dies, ein optimales Verhalten komplexer Systeme aus der E-Mobilität, das erreichen Sie in der Regel nicht dadurch, dass Sie jede einzelne Komponente für sich optimieren, sondern vielmehr dadurch, dass Sie alle relevanten wechselwirkenden Parameter gezielt aufeinander abstimmen. Dabei möchten wir gern behilflich sein und freuen uns, wenn Sie uns diesbezüglich kontaktieren. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.